So, da sind wir wieder zurück. Ich habe jetzt ein bisschen so die Steuerung also jetzt so gemacht, dass es wieder passt. Los. Ach, stimmt. So klicken. Genau. So war's. Also anvisieren und dann genau. So hebt man Sachen auf, so durchsucht man. Jetzt muss man noch herausfinden, wie man das rüberzieht. Nein. Nein. Wo jetzt die Aktionstaste? Oh mein Gott. Das war wieder an die Grafik, an die Steuerung gewöhnt. Tastatur, Aktion. Aktion ist. Wieso kommt das aber auch echt nicht? Ja, ist doch. So. Genau. Rüberziehen. Ja. So. Das ist die nächste Fleischwanze. Man kann später auch kochen in dem Spiel, sofern ich es noch weiß. Wenn ich es glaube. Na komm her. Kleine Scheißvideo. So. Genau. So. Jetzt sammeln wir erstmal alles ein. Pfeil brauchen wir. Wäsche brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Dietrich haben wir jetzt auch noch am Start. Okay. Mit den Fässern kann ich nichts machen. Viele Bären sammeln hier ein, Waldbären. Das Cool ist beim Spiel, es gibt keinen Schwierigkeitsgrad. Das finde ich sehr cool. So, unsere erste Waffe, die Spitzhacke. Das Inventar öffnen wir mit I, genau. So, so. Alles klar. Jetzt haben wir eine Spitzhacke hier. Das Spiel habe ich bis zum Kapitel 3 habe ich das mal gespielt. Und das ist unser erster richtiger Gegner. So. Ah, die Steuerung gewinne ich mich langsam mal wieder, ey. Boah, dann hab ich denn das gespielt vor 4 Jahren, das letzte Mal. Und, ja, das Spiel sagt mir halt ziemlich zu, ne? Oh, da haben wir sogar einen Erzbrocken haben wir und sogar ein Schwert. Das nehmen wir doch direkt mal hier. Und zwar... So, jetzt haben wir ein tolles Schwert. Gut, da hinten ist glaube ich mal nichts mehr. Ja, dann wir tun jetzt mal springen auf. Nein! Tastatur. Springen. Springen wir mal auf die Leertaste. Und die Waffen kann man eh per 1 bis 0. So, schon viel angenehmer. Gar nix, und es geht runter und runter und runter. So, da ist noch ein Gegner. Ziehen wir direkt mal hier unser Schwert. Vielleicht können wir auch später braten und alles. Also das Spiel ist richtig cool gemacht. Für die damaligen Verhältnisse auf jeden Fall episch.
Spiel hat sich leider, also in meinen Augen, immer von Teil zu Teil verschlechtert, wobei Teil 3 noch richtig cool, episch ist, aber das werden wir spielen, nachdem wir Teil 1 und Teil 2 und noch die DLC gespielt haben, die Nacht des Rabens. Aber weiter werde ich euch nicht verraten. Und das ist der nächste. Touch. Die Kampfanimation ist auch einfach zu geil. Ja, jetzt gehen wir doch mal. Welches Lager ich mich anschließe, weiß ich noch nicht. So weit war ich noch nicht. Also bis dahin wird's, sobald ich mich für ein Lager entschieden habe, wird das Projekt blind sein. Bis jetzt noch kann ich mich an alles erinnern. Also ist ja klar, es ist der Anfang. Ich kenne noch ein paar Tricks, zum Beispiel, wo man ein geiles Schwert hell kriegt gleich am Anfang und ja. Ja. Wir brauchen am Anfang richtig viel EP, deswegen gehe ich gleich mal runter hier und schlag mich gleich mal mit zwei Kreaturen auf einmal. So. Da vorne ist auch schon das alte Lager, wo ich gehen kann. Die Steuerung ist, falls ihr das Spiel nicht kennt, die ist mit der linken Maustaste macht man halt alles und Schwert zieht man mit Tastenbelegung, könnt ihr nicht machen wie ihr wollt. Jetzt wenn ihr mal gegen stärkere Gegner kämpfen, ist da vorne die. Von denen habe ich mich als kleines Kind immer voll geekelt. Aber die sehen ja auch richtig eklig aus. Also nur noch einen hierher locken. So, kommt da auch schon. Ob wir ihn besiegen, weiß ich jetzt gar nicht. Falls wir jetzt sterben, ist ein bisschen schade. Oh, komm doch her. Oh, oh, oh. Ja, und als hätte ich es geahnt. Wir gehen Gott sei Dank doch nicht drauf. Also ihr seht, die machen richtig viel Schaden. Deswegen essen wir gleich schon was. Ah ne, ihr habt das gesehen, zwei Hits und wir wären tot gewesen. So. Hier mit denen fangen wir mal an, ein bisschen zu reden. Na. Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben, also zisch ab. Okay, verpissen wir uns mal. Ja, also das hier ist das neue Lager, das größte Lager im Spiel. Und ich denke auch, dass wir uns dem anschließen, weil dann schon mit dem coolen Diego, der uns Arsch gerettet hat. So. Ja. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Diego hat gesagt, ich soll ihn Land. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. So. Sieht auch echt, also für damalige Verhältnisse echt das Spiel, das sieht einfach so cool aus. Diese ganze Atmosphäre, diese Location. Ach, die Burg, finde ich, sieht heute noch einfach genial aus. Und da ist Diego. Und ich werde jetzt die Aufnahmen abbrechen wegen YouTube. Ich weiß gar nicht, wie lange man aufnehmen kann. Vielleicht kann das mal irgendjemand in den Kommis schreiben, falls er das Video sieht. Ich würde mich auf jeden Kommentar und Kritisierung freuen. Kritisiert, was ihr nur könnt. Flame drum. Und wir sehen uns dann im Part 3.